So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Leute. Und willkommen zu der Patelle zurück. Ich habe mir gestern nicht mehr den täglichen Login-Bonus geholt, deswegen mache ich das jetzt noch. Deswegen wird es jetzt noch 2 Stunden der Patelle gehen, damit ich mir das für heute auch noch hole, um morgen nicht mehr online gehen zu müssen in der Patelle. Morgen wird es nur Kingdom Hearts geben, weil es der letzte Tag des Jahres ist und wir dann endlich 2021 haben. Ja, das Jahr findet sein Ende. Und am Freitag werde ich dann eh wieder hauptsächlich nur Dead by Daylight machen. Eventuell 24 Stunden wieder. Und dann hoffentlich durchgehend ohne Probleme. Also ohne irgendwelche Abbrüche, Streamabbrüche. Damit das nicht zu oft gespammt wird. Und ja, ich denke dann am Samstag werde ich hauptsächlich hier Overwatch machen. Und dann ab Sonntag muss ich dann schauen, wie ich das mache. 10.000 Blutpunkte geholt. Nice. Ich schau mal kurz. An dem Freitag hole ich mir das eh. Moment. Ah, so, okay. Das ist vom Ende des 6. bis 3. Januar, also da kannst du echt. Weiß nicht. Da hast du dann 4 Tage Zeit, um dir das zu holen. Plus das hier. Was man hier sieht. Also wir bekommen danach noch 500 Blutschirmen, schillende Scherben und dann am Morgen bis zum 3. Januar können wir einmal 100.000 Blutpunkte bekommen. Müssen wir nicht jeden Tag online gehen. So, jetzt spielen wir aber als Überlebende, weil es könnte, wenn wir dann noch suchen müssen. Und jetzt geht's noch schneller. Wir haben wieder fast 800.000 Blutpunkte. So müssen wir 15 großartige Fähigkeiten-Checks machen. Die Hälfte haben wir schon. Und wir sind welche Gruppe? 52. Das ist 3 noch mindestens. Und wir haben jetzt noch 7 Tage Zeit. Das heißt, bis zum 6. Januar ist das noch offen der Spalt. Nee, oder? Bis Dienstag. Ich denke bis Dienstag 17 Uhr. So ist der Spalt noch offen. Ja, wir werden auf jeden Fall den Freitag noch dafür nutzen, um da richtig reinzuhauen. Und vielleicht schaffen wir es noch voll. Zumindest die 55 will ich erreichen. Und ich denke, das werden wir dann auch am Freitag erreicht haben, spätestens. Hey, uns fehlt noch jemand. Ah, da haben wir schon wieder. Ja. Ich habe letzte Woche geschrieben, auf Discord, was uns so am Ende des Jahres noch erwartet hat, also, was ich da noch streame und so ganz konnte ich mich jetzt nicht dran halten, weil eigentlich wollte ich ja ab Sonntag öfters Kingdom Hearts streamen, aber daraus wurde jetzt nichts. Deswegen wird das morgen nur Kingdom Hearts geben.
Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Also ich weiß, am Freitag will ich auf jeden Fall noch ganz viel Dependeldart spielen. Am Samstag dann wieder mehr Overwatch, weil da haben wir jetzt die neue Woche, die letzte Herausforderungswoche mit Roadhogs und einem Frosty Skin, was ich übrigens am geilsten finde. Und ja, Cyberpunk will ich dann mal anfangen, Final Fantasy will ich beenden und noch andere Sachen. Das wird dann, denke ich, ab nächste Woche oder ab Sonntag dann anfangen. Vielleicht werden wir jetzt noch 2 Stunden Tepadelda machen, dann Monster Hunter World auf jeden Fall. Wie versprochen, dass ich das jetzt noch einmal im Jahr mache, bevor das Jahr endet. Und vielleicht dann noch Overwatch, aber da bin ich mir unsicher. Ob es danach dann Overwatch gibt. Auf jeden Fall will ich jetzt dann nach den 2 Stunden der Battle jetzt dann erstmal ruhen lassen bis Freitag, weil da werde ich dann eh wieder ganz reinhauen. Und ja. So viel zu meinem Streamplan jetzt so in den nächsten Tagen. Und heute. Ich vermute mal, so wird es dann aussehen auch. Ja. Definitiv. Oh, wir sind mal im Blackwater-Sumpf. Du die Karte? Oh, nice, da haben wir schon mal einen Punkt. Ach, der Doktor, ernsthaft? Was macht er da hinten? Sehr schön. Was ist das zum Teufel? Was läuft mit dem Zweit ab? Ah!
Oh, der ist unter mir. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Nee, der springt nicht an. Junge, ich mach den Channel fertig. Wenn du jetzt nicht gleich kommst. Geh weg. Das sind zwei Chins. Ja, das verfolgt mich gerade. Sehr gut. Was war das für ein Killer? Richtiger Camper. Hatte nicht mal für einen zweiten Fluchtversuch. So, ich hoffe, die kommt sicher raus. Sind schon raus.
haben die die Rückkehr gefunden und konnten es aufmachen. Ich finde schön, dass wir alle rauskommen. So. Es zieht, der Beste ist halt dann kommen. Hätte ich die Herausforderung jetzt gehabt. Ah, Mann. Was war das für ein Killer? Moment. Ich hatte, glaube ich, 8, oder? Das waren 6 Fähigkeiten-Checks. Ich hatte 6 großartige Fähigkeiten-Checks. Wow, ich hätte 2 Archivmissionen jetzt abgeschlossen. Okay. Krass. Und ich habe die meisten Punkte. Gerade so. Ja, okay, war Rang 20er an Anfang vermutlich. Ist es vom Doktor? Ja, Tatsache. Und da hatte jemand den Schlüssel dabei. Vermutlich sind die über die Luke abgehauen. Und praktischerweise hat mich der Doktor in der Nähe von der Bodenluke hingebracht. Wodurch die anderen beiden da, die versucht haben, mich zu retten, entkommen sind. So, entschuldigt mich kurz, ich muss die Tür zumachen. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein großartigen Fähigkeitencheck und dann haben wir die eine Herausforderung zumindest. Oh, Feng. Nancy Wheeler nennt sich einfach Nancy Wheeler. Die wird ein ziviler Mensch sein. Cool. Die Nancy Wheeler will auch nicht auf Bereit drücken. Und der Killer auch nicht. Aber gut. Sowas hat man halt immer in der Lobby. Fast. So. Jetzt ist mir egal, ob mich der Killer dann richtig hart abkackt, abfuckt und mich bekommt. Ziemlich früh. Sofern ich davor noch einen großartigen Fähigkeitscheck bekomme. Ich brauche nur einen großartigen Fähigkeitencheck und dann ist mir egal, wie die Runde ausgeht. Oh, perfekt, wir landen direkt beim Generator.
Mit Claudette. Ja, und Nancy. Und da haben wir es. Sehr schön. Und wir haben Freddy, als keine Ahnung, wie es aussieht. Schon wieder in Ummauern. Habe ich das richtig gesehen? Der war kurz da hinten. Also noch weit weg. Das scheint nicht auf Kurz zu sein. Ah, wir haben keine Terror-Arius. Wie sie nicht aufgeweckt werden? Hier hat schnell aufgegeben. Die hat ja wohl keinen Bock. Ernsthaft. Ah, komm. Brauch nur noch einen Generator. Der eine ist schon angefangen.
Was machen die da? Oder was macht hier einer da oben? Was zum Teufel wird das? Ist das euer Ernst? Oh wow. Oh. Was ist denn das jetzt? Was für eine eklig. Was war das jetzt? Nein. Schade. Das war wieder nur ein Schein. Sonst fehlte. Oh, sehr schön. Oh. Nein. Ah, verdammt noch mal. Ja, nichts für irgendwie noch die Möglichkeit, sich zu retten.
Ich weiß nicht, was Fang für Talente hat, aber bevor sie jetzt noch irgendwie die Luke fände oder warten muss, bis ich sterbe, mache ich es hier etwas schneller. 14, der war ja 14, aber. Tendige ran. Wachsam. Schade. Was hat denn der für ein Talent gehabt? Einheizen. Was? Was hat der für ein Talent gehabt? What the fuck? Das war eine Traumschlinge, in die ich eingelaufen bin. So eine Kacke. Und warum habe ich immer noch widerstandsfähig? Ach, komm, ich nehme jetzt das mit dem 6 großartigen Fähigkeiten-Chicks. Danach brauche ich dieses Talent nicht mehr. Danach nehme ich lieber widerstandsfähig mit. Wieder. Oder ich nehme jemanden anderen für wieder für den ganz. Für das Talent. Das geschieht nicht ohne Grund. Ja, dann nehme ich lieber jetzt einen anderen Überlebenden mit. Die Frage ist nur, wen? Erstmal die Herausforderung abschließen, ausfinden, weil die Belohnung mitnehmen. So. Ah, bei dem habe ich das sogar. Das geschieht nicht ohne Grund. Oder das geschieht nicht, so heißt das Talent eigentlich, aber egal.
Ja, das sind so alle Talente, die ihr hört. So wie da dunkle Wahrnehmung kann ich dann auch auf Dinge machen. Ja, danke Spiel. Genau das wollte ich jetzt nehmen. Leichtgewicht. Ah, da haben wir Selbstversorger. Okay. Die Sekundäraktion. Okay. Also das ist so wie geliehene Zeit eigentlich. So, der Ersatz für dein Talent, geliehene Zeit. Brauchen wir aber nicht, wenn wir selbst gerade haben. Metern. Das ist gut. Sollen wir da Goldenes aufteilen? Für Schüsse, achso. Kommt wieder dieser Soundbug. Ich kann nichts machen. Ist das er jetzt? Okay, jetzt ist es verbuggt. Meliodas. David King könnte ich eigentlich nehmen. Da fehlt mir, glaube ich, immer noch das Minus da angezeigt. Pff, okay.
Mal sehen. Wir uns mit dem anstellen. Gerade wieder mein Headset verloren. Ist in Verbindung mit dem Mikrofon verloren. Ja. Oh, wir sind dann Crotus Brenn anstatt. Okay. Ernsthaft? Unlucky. Selbstversorger habe ich nicht, oder? Nee, ich habe nur geliehene Zeit. Unwirksam. Ach. Das war jetzt unnötig. Danke. Ach so ein Scheißdruck. Oh Mann. Scheiße.
Für irgendjemand kann die Melodas aufhelfen, bevor die Gerin wieder bei ihr ist. Schnell! Ja, sehr gut. Da bin ich so etwas zu ertroffen. Wir müssen da schnell weg. Der verkackt auch jedes Fähigkeiten-Check irgendwie. Das wäre ein Sonic-Kasten nicht schlecht. Aber ich sehe nirgendwo eine Truhe. Das ist sehr ärgerlich. Schüsse. Ich bin echt unbrauchbar. Wow. Okay, ich bin überlebt. Ah, verdammt, ey. Ich glaube, David King müsste ich mal spielen. Der, glaube ich, das Talent, was ich brauche. 2 Gold, wow.
Hilfsbereit. Firma gebrauchen. Die war Rang 15. Oh, das hatte sie. Barbecue und Chili Geflüster. So. Okay. Ich glaube, es wäre doch besser, einen anderen zu nehmen. Der witziger aussieht. Hatte keine andere Jacke. Ah, doch, jetzt schon. Das ist sein Outfit. Moment. Nee, oder? Wie heißt das Outfit? Der Raufbold. Okay. Gar nicht auffällig oder so. Ich geh nochmal raus, ey. Warum ist bei mir das jetzt so verpackt? Interessant. Geh nochmal raus, ey. Vielleicht hilft es ja dann. Achso, einziger Überlebender. Entscheidungsstark ist das, glaube ich, oder? Ja. Deswegen ja alle Larry's Tod gerne spielen oder sie halt leveln möchten. Und der Verwendung dessen, was du zur Hand hast, stehst du in einem ultimativen Fluchtversuch auf dem Angriff an. Nachdem du vom Haken gerettet wurdest oder dich selbst davon gerettet hast, wird der Entscheidungsschlag aktiviert und ist dann 40 Sekunden lang nutzbar. Während der Entscheidungsschlag aktiv ist, kannst du einen erfolgreichen Fähigkeitencheck durchführen, um dich aus dem Griff des Killers zu verfeinern und den Killer für 5 Sekunden zu betäuben. Bei Erfolg und Misserfolg des Fähigkeitschecks von Entscheidungsschlag wird Entscheidungsschlag deaktiviert. Betäubst du deinen Killer erfolgreich, wirst du zum Ziel der Besessenheit. Wird die Wahrscheinlichkeit zum Ziel seiner Besessenheit zu werden und der Killer kann immer nur von einem besessen werden. Warum das so angegeben würde? Objekte besessen. Eine übernatürliche Verbundenheit fesselt dich an dem Killer. Wenn du in die Richtung des Killers blickst, wird euch durch Verbundenheit die Aura des anderen angezeigt. Das Effekt trifft nur eine, wenn du dich außerhalb des Terrors des Killers befindest.
Bis zu das Ziel der Besessenheit des Killers wirkt dieser Effekt bis zu einer maximalen Reichweite von 56 Meter. Anderenfalls wirkt er bis zu einer maximalen Reichweite von 44 Metern. Ja. Erhöht die Wahrscheinlichkeit zum Ziel der Besessenheit des Killers zu werden. Der Killer kann immer nur von einem. Ey, das ist eine Idee. Wenn ich jetzt Larry Stone spiele, dann kann ich sehr wahrscheinlich Ziel der Besessenheit werden und da hat das triggern. Dass ich da mal rauskomme, um dir eine Herausforderung zu schaffen. Einzige Überlebende. Je mehr deiner Freunde dem Killer zum Opfer fallen, desto stärker wirst du abgeschirmt und die Aura-Wahrnehmungsfähigkeit des Killers in Bezug auf dich wird gestört. Jedes Mal, wenn ein Mitüberlebender getötet oder geopfert wird, erhältst du einen Zähler. Für jeden Zähler kann der Killer deine Aura eine maximale Reichweite von 20 Metern pro getöteten oder geopferten Überlebenden nicht erkennen. Okay. So, geht das jetzt wieder? Ich hoffe. Das ist beschissen. Sieht den Bug auch? Ja, das habe ich jetzt allgemein, ey. Was soll der Scheiß? So kann ich doch nichts machen, ey. Hier Licht. Warum habe ich das bei ihm? Lol. Interessant, interessant. Wir werden ewig leben. Denn wenigen Freunden haben den besten Schutz verdient. Wenn du einen anderen Überlebten heilst, der sich im Todesstatus befindet, dann wird deine Heilungsgeschwindigkeit um 100% erhöht. Du jetzt ein Ziel für das Ausführen einer der folgenden Aktionen. Sichere Rettung vom Haken, einen Treffer nehmen, um einen Überlebenden zu beschützen, einen Überlebenden retten, indem der Killer durch eine Palette betäubt wird, Rettung eines Überlebenden durch Blätten des Killers mit einer Taschenlampe. Du hast einen kombinierbaren Bonus von 25% pro Zähler auf alle Blutpunkte gewinnen, bis zum Maximum von 50%. Die Bonus für Blutpunkte werden erst nach der Prüfung verlieren. Oh cool, das ist ja nice. Ich würde aber gerne jetzt noch ein bisschen weitermachen. Der Bug ist immer noch.
kotzt mich jetzt schon etwas an. Aber ich bin auf Level 3. Oh nee, komm. Dann wechsle ich wieder zum Mac. Das ist ja zum Kotzen, ey. Da wollte ich mal wieder was anderes spielen und dann so ein Bug, ey. Ach, ätzend. Oder nehmen wir Claudette? I don't know. Bei Claudette. Ach, ich meine, bei Mac habe ich das aber noch nicht geändert, oder? Ja, da habe ich jetzt die in der Zeit. Ja, komm, dann bleiben wir bei Mac, ey. Wegen so ein Scheißdreck. Können wir jetzt keine anderen Überlebenden spielen. Ist ja jetzt nur noch eine Stunde lang, die wir da spielen, ey. Oh nein, Merk. Die nicht auf bereit drückt. Ich hoffe, wir schaffen das auf jeden Fall. Sechs großartige Fähigkeiten, Checks in einer Partie. Oh, Grab von Glenville. Glenville. Wunderschön, einen Punkt haben wir schon, ne? Fast. Ja, genau. Hey,
Was hast du da an, Elfenkörper? Vollenstein. Ja, schick mich in den Keller. Der nächste Chen, komm, einer noch. Dann haben wir schon wieder 3 Chens gebrochen, ey. Oh, Steve sieht. So was ist wieder der. Oh, nicht. Nee, der läuft weg. Der Killer kam ihm zuvor. Aber es scheint, als würde die Map jetzt sonst kommen. Oh. Die hat auch das Talent, was? Jetzt auch in den Keller. Nee. Kann das so schnell werden? Hat er irgendwie Erregung? Nee, kann nicht sein. Erregung hat er dann jetzt nicht zu tun. Nur wenn er mich trägt oder eine Überlegung trägt, dann wird er schnell. Über das Talent, aber so. Wie zum Teufel macht die das?
Selbstloses Überleben als Trophäen bekommen. Okay. Das war echt doof, was war da. Komm, geht schnell. Oh, das war noch großartig. Verwundeter Heiler als Trophäe bekommen. Was ist das denn schon wieder? Warum habe ich jetzt wieder zwei Trophäen bekommen? Tut mir leid, aber ich brauche die Chipmunks. Hallo. Dann mach die mal. Wow, verdammt. Jetzt kotzt mich die Scheiße an, dass ich das nicht habe. Oh. Ne, der kommt. Der kommt. Verdammt nochmal, ey!
163 Punkte für Gehalt der Überlebende, okay. Und ich habe die wenigsten Punkte dafür, dass ich so gut gehalten habe. Der Diver, okay. Der nächste ist tot. Oh nein, die andere Merk ist gestorben. Jetzt schaue ich mal, wie ich die Trophäen bekommen habe. Verwundeter Heiler. Alle anderen Überlebende im öffentlichen Party haben 50 Gesundheitsstatus. Während du auch verletzt bist. Oha. Die andere Trophäe, die ich bekommen habe. What the fuck, das sind zu viele, die ich noch nicht habe. Ja, okay. Der eine lässt den einfach zurück. Also sind drei Fall. Wow, der ist direkt neben die Pullnucke aufgegangen. So, die eine Trophäe habe ich gefunden, aber die andere nicht. Wow. Der hatte Pirsche. Oh, der hatte die Kacke. Ja, gut, da würde ich dann vermutlich auch raus. So, was war denn jetzt das andere nochmal? Ich habe schon ein paar Trophäen, okay. Beim zweiten Teil. Was habe ich da? Selbstloses Überleben. Ach, das war's. Alle eine Überlebenden vom Todesstatus zum Verletztenstatus 30 Mal in einer öffentlichen Party. Achso. Das war jetzt im 30. Mal. Okay. Ja, RIP. Ich überlege gerade, dass... ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Und mit Beck ist doof. Das Talent zu haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich dann doch Claudette das geben. Das ist eine Talent statt Plünderer Spürsinn. Ja, ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Das kotzt mich ehrlich gesagt an, dass ich bemerke, dass ich es nicht machen kann, so wie ich es immer hatte. Ich brauche das. Also ich brauche das mit dem verletzten Zustand. Schnellere Aktionen. Auf widerstandsfähig. Fähigkeit. So. Dann nehmen wir Claudette. Geben ihr statt Plünderer Spürsinn eben das geschieht nicht ohne Grund. Was wir nur auf grün haben. Naja. Aber da ist es dann wieder gebackt. Ja.
Naja. Gut. Machen wir das mit Cloud erzählen. Da haben wir das zwar nicht, aber wo wir jemanden vom Haken retten, schneller heilen, aber wenn wir verletzt sind. Uff, zweimal klottet. Ich brauche diesen Achievement-Account. Na gut, wenn die Erfahrung stimmt, dann bekommen wir nach dieser Partie eh schon die nächste Gruppe. Fehlen dann nur noch zwei. Wir haben jetzt 15 nach, ja, 17.15 Uhr. Aber will ich dafür jetzt extra den Stream neu starten? Nur damit ich den Bug loswerde. Ich weiß es nicht. Ist halt auch blöd, dass man direkt das Spiel neu starten muss, um die das Schuss zu hören. Oder ist es irgendwie allgemein gerade bei jedem? Ah. Jetzt gedacht, dann hatten wir jetzt. Gib mir fähige Chips. Ich dachte, hier war schon Ziele besser sind. Ist schon mal einer. Junge, Ghostface, lass mich in Ruhe. Ah, verdammte Ghostface. Ja, okay, die stehen zu dritt da. Überlegen die, ob sie mich jetzt noch retten sollen oder ob das überhaupt noch was war. Jetzt lassen sie mich in Ruhe, ey.
Nee, das wird wieder nichts, ey, fick mich doch an. Nee, tut mir leid, ich hab keine Tricks für dich. Ach, fick dich doch! Ghostface meine ich, den Killer, der soll sich verpissen von mir. Au. Was willst du denn? Ja, komm! Bin ich zu leise? Kann natürlich lauter werden. Moment. Bin ich jetzt angenehm laut für dich? Oder muss ich noch lauter werden? Okay. Pff, das war eine scheiß Runde. So. Mann, die Killer, die verstehen auch keinen Spaß. Ja, ich mag gelegentlich auch gerne Kekse. Ich hoffe, jetzt bekommen wir mehr Glück mit dem Killer. Und mit den Fähigkeiten-Checks. Es sind ja nur 6 großartige Fähigkeiten-Checks, die ich in einer Partie brauche. Und das hatte ich sogar vorhin schon in der ersten. Aber da hatte ich eine andere Herausforderung. Solange du nicht gegen mich spielst, solltest du keine Probleme im Spiel haben. Hältst du dich für einen so guten Killer, oder? Ja gut, wenn du Rang 1 bist, dann werde ich natürlich Schwierigkeiten haben. Aber ich habe ja allgemein Schwierigkeiten gegen die Killer. Okay. Nee, ich bin einfach als Survivor-Kacke. Ich bin zwar nur Rang 1, Rang 10, aber hole auch Rang 1 Survivor. Okay. Streamst du auch? So kann ich ja sehen, wie gut du dich anstellst. Aber ja, es ist... wenn du auch Rang 1 Survivor holst, kommt drauf an. Ich meine, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute, die auf einem gewissen Rang sind und eigentlich gut sein sollten, dann irgendwie doch zu sich zu dumm anstellen oder den Grund haben, so zu spielen. Jetzt hatte man jetzt irgendwie das Gefühl, dass die ihren Rang nicht gerecht werden. Es ist halt eben eine Glückssache, wie man die Leute trifft und so. Das ist schon mal ein großer Fähigkeiten-Check. Der zweite. Es kann jetzt ruhig noch mehrere solche großartigen Fähigkeiten-Checks kommen. Ich mag auch Züge.
solange die nicht voll ist. Hallo Mac. Ach, bring doch nicht den Killer hierher! Wo bist du denn? Habe ich das gar nicht? Auch nicht du, Wichser! Okay, der hat mich jetzt irgendwie schnell verloren. Und da ist der nächste Generator. Dein Ernst? Jetzt kommt doch nicht alle hierher, ey. Oder, und der eine hat verlassen. Warum? Achso, nee. Das war der andere, okay. Bei mir sind die sind noch da. Ah, komm, werdet fertig. Nicht, dass der Killer uns noch. Okay. Ach so, scheiße, das. Hallo, willst du nicht geheilt werden? Ich hätte das schon durchziehen sollen. Ich Idiot. Sehr schön. Lass dich von mir ablenken. Du dreckiger Arschloch. Ja, ich werde da echt. Wie sagt man das? Vulgär. Ist das so der richtige Bezeichnung dafür? Dass ich einfach mit Schimpfwörtern herumspiele, ja. Oder einfach nur ganz harmlos rumwälche. Bekommen wir jetzt nur noch solche Partien? Bekommen wir jetzt ernsthaft nur noch solche Partien? Warum müssen wir dann scheiß Kannibalen als Killer bekommen? Ach, gib's doch nicht! Warum hattest du einen Disconnect, Mac? Im Moment, wir waren drei Macs?
Anscheinend. Nee, Blödsinn, ich spiele ja Claudette. Ich muss mal kurz weg, ey. Das kotzt mich jetzt an. Wir machen jetzt doch ein bisschen länger, der Partei hat noch paar Ründchen. Und dann wechseln wir zum Monster Hunter. Also vermutlich 2,5 Stunden jetzt. Bis gleich.
Okay, wieder da. Ich hab natürlich die wenigsten Punkte. Abgesehen von den einen, der Verbindung abgebrochen hat. Ich hoffe, jetzt läuft's besser. Ich brauche nur 6 großartige Fähigkeiten-Checks. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, jetzt haben wir das Outfit voll von Adam Francis. Wo haben wir den Typen? Wie Adam? Ah, da bist du. Sieht doch cool aus, oder nicht? Hm? Die habe ich auf 10 gebracht. Okay. Gehen wir wieder zu Claudette zurück. Und das spenden wir gleich mal. So. Auch für diesmal haben wir. Ja, wie gesagt, mehr Glück. Bezweifle es zwar etwas, aber gut. Wir haben einen Ace, wir haben einen David und wir haben einen Fang. Schön. Wow, wenn jetzt drei Truhen im Keller wären. Ich würde ausrasten. Aber da müssten wir, glaube ich, schon alle vier in eine blanke Mütze. Opfern.
Da könnten wir vielleicht Glück haben. Der Trapper natürlich. Kannst du aufhören, hier zu campen? Junge! Schon mal einer.
Ich denke, die kommen schon zurück. Fick dich doch mit dem Terror, das. Das sieht schlecht aus. Zwei Fähigkeiten-Checks. Wow. Zwei von sechs. Meine Güte, bevor er noch irgendwie, weiß ich nicht. Nötig hat. Was ist da nicht? Ist das euer Ernst? Oh. Oh, verdammt, das war doof. Ich kotz gleich.
Na, ah, verdammt! Oh, komm! Ja, komm, okay, Tunnel halt. Hallo, Everlord. Und wir haben dich 2 Stunden erreicht, nice. Wir machen dann auch noch eine Partie und dann gibt's eine kurze Pause, bevor ich dann weiter Mutze angehe. Ich schwör, der ist jetzt mir wieder hinterher, ey. Junge, jetzt hör auf! Hör auf, mich zu tunneln! Wichser. Ja, fick dich, du Schweine, ey! Natürlich, ey! Da komme ich einmal aus dem Haken raus, verfolgt er mich, bis ich tot bin. Aber immerhin 3 Gold, wow, wie auch immer. Ich habe nur 5 Punkte abgezogen bekommen für verlorene Jagden. Das waren 3 Stück. 3-mal hat er mich gejagt und mich bekommen. Und dafür Gold, krass. Okay. Natürlich ist er Rang 18. Und danke für dein Follow, Everlord. 24. Hast du jetzt einen anderen Account? Oder bist du jetzt ein anderer Everlord? Das würde mich wundern. Mich schon irgendwie. Ja. Verwirren. Wir haben eine Challenge, interessant. Und drückt die LED wieder nicht auf bereit? Dann hätten wir wieder die eine Lobby, wo einer nicht bereit drückt und die anderen dafür extra 55 Sekunden länger warten müssen. Boah, das ist fast eine Minute, ist aber gut.
Ja, sieht so aus. Aber was ich sehe, ist von der Uhrzeit noch nicht 17. Okay. Ich da gerade den Antitus. Ich hätte gehofft, das wäre ein netter Killer. Schade. Alter, scheiß dich auf das Talent. Moment noch, aber hey, das ist eh die letzte Runde jetzt. Für heute. Wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir am Freitag einfach unser Glück weiter versuchen. Na, komm her, Maggie. Willst du mich hören? Danke. Mac, willst du? Ach komm, dann geh ich halt.
Ah, jetzt läuft sie. Oh, sorry. Megan? Megan? Habe ich jetzt eines gehabt? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Noch keinen großartigen Fähigkeitencheck. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, genau, alles klar. Ah, verdammt! Halt mich mal! Bei mir ist es jetzt komplett weg, ey. Ach, komm, was ist das? Wird mir gar nicht mehr angezeigt. Was war das jetzt? Ja, komm her. Das war der Baum. Oh, wow. Ja, komm nur her. Ich bin nichts und nichts mehr zu gebrauchen, ey.
Zu viel dazu, das Spiel sagt nein. Okay, dann sagen wir auch nein. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, jetzt ist das Spiel total verbuggt, ey. Aber wir haben 17 Uhr, ja. Dann werde ich dann auch schon, kurz, ja, jetzt off sein. Eine kurze Pause machen, das nochmal neu starten für den Login-Bonus und dann wechseln wir zu Monster Hunter. Nina Rang 15, naja. Oh, Tarkonov, du lockst auch. Okay. Ja. Ich wollte ja nur 2 Stunden machen. Und so verbuggt wie Deppel, der das gerade ist, kann ich eh nicht vernünftig spielen gerade. Ich hoffe nur, dass es am Freitag nichts hat. Sonst muss ich da auch wieder öfters neu starten. Das Spiel. Und damit auch den Stream. Ich glaube, es wird doch ein paar Minuten länger werden, die Pause. Also, ich schaue, dass ich um 18 Uhr spätestens wieder live gehe mit Monster Hunter World. Ich hoffe echt, dass es am Freitag dann keine Probleme mehr macht. So. Und dass wir da die Herausforderung dann abschließen können, endlich mal. Wir hören oder sehen uns dann später wieder in Monster Hunter World. Ich werde mich beeilen.